Guten Morgen. Wir haben heute Tag 3 auf unserer Insel. Absolute Dreckswetter ist angesagt, also 100% Regenwahrscheinlichkeit. Wie man sieht hier, alles grau und stürmisch. Aber wir werden jetzt trotzdem erstmal runter zur Küste fahren. Also jetzt nicht hier bei uns am Fjord, sondern wirklich direkt offene Küste. Ein bisschen Brandung schnuppern. Und dann werden wir bestimmt die ein oder kleine Wanderung trotzdem machen. Da in der Nähe, wo wir hinfahren sollen, ein paar Aussichtstürme sein. Wir nehmen Fernglas mit, nehmen große Kamera mit und werden es den Tag schon schön machen. Auch wenn das Wetter nicht mitspielt. Und wenn ihr Lust habt, kommt dann natürlich wieder mit. So, wir haben uns jetzt auf den Weg zum Strand gemacht. Hinter uns kann man jetzt schon sehen. Aber vorher haben wir erstmal so einen schönen Aussichtsturm entdeckt. Den werden wir jetzt erstmal besuchen. Und der Weg hierhin war übrigens überraschenderweise einen ziemlich großen, wunderschönen Wald. Also für Dänemark eigentlich nicht gerade bekannt für seine Wälder. Aber so scheint es hier auch zu geben. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Turm an. Also entweder ist der Turm ziemlich neu oder ist einfach super gepflegt. Alles frische Farbe. Und wir haben es jetzt alles hier. Super gepflegt und ordentlich. Gehen wir mal rauf. Könnt ihr das sehen? Ja, Millionen von Mücken hier. Und ich bin nicht eingesprüht. Also der Turm ist definitiv doch schon einige Jahrzehnte alt, aber scheint frisch gestrichen zu sein. Fenster kann man alle schließen. Hier ist eine kleine Bank. Also wäre perfekt zum Übernachten mit Aussicht. Unten ist mein Frauchen, die traut sich ja leider wieder nicht rauf. Und zur anderen Seite ist das Meer. Da unten steht unser Auto. Und ich mache jetzt, dass ich hier wegkomme. Hier sind wirklich Millionen von Mücken oben. Rauschen von Wellen ist bei mir wie knisterndes Lagerfeuer. Ich könnte stundenlang da sitzen und zuschauen. So ein klitzekleines windgeschütztes Feuer kann ich gerade mal noch am Laufen halten. Ist einfach zu windig und dann hat es auch noch angefangen zu regnen. Aber es wird reichen, um eine Tasse Kaffee zu kochen. Der Regen ist inzwischen so stark geworden, dass ich unseren Sitzplatz verlegt habe. Zum Glück kommt hier der Wald bis an die Küste ran. Und hier sind wir halbwegs geschützt. Kaffee, mein Schatz. Mal vom Wetter abgesehen, ist es hier wirklich schön gerade. Hier haben wir einen schönen Wald. Der geht direkt bis an die Küste ran. Also man kann entweder an der Küste lang laufen oder wir werden jetzt ein bisschen durch den Wald laufen, weil es ja gerade regnet. Und ein paar Brombeeren sammeln, gibt es hier jede Menge. Und vielleicht finden wir auch ein paar Pilze. Wir haben hier eben von weitem ein paar Pilzsammler gesehen. Vielleicht haben wir Glück. Ich kenne ja so gut wie gar keine Pilze, aber vielleicht sind gerade die ausnahmsweise mal hier. Schöner Single Trail hier. Ich verlasse den erstmal. Und
und hole ein bisschen was zum Naschen für heute Abend. Mitten im Wald und vielleicht 50 Meter von der Küste entfernt steht hier ein kleiner Camper, natürlich ein Deutscher. Und der hat einen schönen Platz gefunden. Da es heute den ganzen Tag immer wieder geregnet hat, haben wir eigentlich gar nichts mehr großartig gemacht. Ich habe am Computer ein neues Schneideprogramm ausprobiert, also bin ich noch bei. Und wir waren noch einkaufen, ein paar Steaks geholt. Jetzt ist gerade mal eine Regenpause und ich versuche schnell, bis es wieder anfängt zu regnen, die Dinger zu grillen. Vielleicht klappt es. Wenn ich hätte einen Schoben, dann halte ich schnell rüber. Guten Morgen. Guten Morgen. Der Tag Nummer 4 beginnt. Wir sind ziemlich früh hierher gefahren zu Europas größter Bisonfarm und wollen mal sehen, was hier so los ist. Haben wir selber keine Ahnung. Wir haben nur so einen kleinen Prospekt auf Dänisch entdeckt. Aber schauen wir mal. Kann man sehen, da hinten fährt ein Trecker. Mit lauter Touristen drin, der fährt praktisch durch dieses Bisongebiet. Den kann man sich mal von dichter anschauen. Diese Hütten hier sind zu vermieten. Ist so alles auf westernmäßig gemacht. Wie wilde Büffelherden und so. Dazu gehören natürlich auch diese Zelte. Ich weiß nicht, ob man da auch schlafen kann. Aber in den kleinen Hütten da unten kann man, glaube ich, übernachten. Das sind praktisch die, die man auch in Schweden überall hat. Schauen wir uns mal von dichter an. Das sind die typischen skandinavischen Schutzhütten. Die wird man hier mieten können. Inklusive einer Feuerstelle immer. Da hinten gehen wir mal nicht hin, da steht draußen die Show, da wird einer drin wohnen gerade. Ein kleiner Unterschied, würde ich sagen, ist zu diesen Wiesenden, die wir in Dalko haben, also bei Berlin, in der Dörrusser Heide, wo ich immer laufe. Da sind ja welche in so einem Wildgehege mehr oder weniger ausgewildert. Das ist so groß, dass man die eigentlich sich selber überlässt. Oh, wir sind schon wieder im Auto. Die Anlage sah sehr schön aus. Hier übernachten muss auch schön sein, aber spontan herkommen, das lohnt sich absolut nicht. Ist alles hauptsächlich für Gruppen und mit Voranmeldung. Wir sind nicht angemeldet, sogar das Restaurant hatte noch zu. Also fahren wir weiter. Wir haben eine wunderschöne kleine Landzunge entdeckt, wo nur ein Fahrradweg rauf geht und ein Fußweg, also keine Autos. Und da fahren wir jetzt erstmal hin. Wir sind jetzt noch mal gut eine halbe Stunde gefahren und sind jetzt an so einer kleinen Landzunge hier, also eine sehr schmale. Und auf der Karte gesehen, dass das hier sehr gut zum Angeln sein soll, weil hier ist so eine Karte. Also hol ich erst noch mal die Angel aus dem Auto und dann geht's los. So, hier kann man ja mal wunderbar sehen. Wir sind jetzt hier, war mein Schatz? Ja. Wir sind jetzt hier ungefähr und jetzt geht's hier rüber und dann kommt eine kleine Insel, Halbinsel, weiß der Geier, also eine Halbinsel, geht ja ein Landzuweg hin. Im Vergleich zu gestern haben wir übrigens super Wetter. Der Wind hat fast nachgelassen, noch ist es trocken. Ist zwar bewölkt, aber damit kann man leben. Hier fängt jetzt der eigentliche Damm an. Ich schätze, hier werden sie Schafe weiden lassen, weil hier ist ein Elektrozaun. Dann hat man hier diese klassischen Rohre oder Rillen, wo kein Tier rübergeht. Und eine Tür, die von alleine zufällt. Aber ich glaube, wir können hier rübergehen. Und zu beiden Seiten fängt jetzt das Wasser an.
So, wir haben jetzt einen Plan gemacht. Wir haben da hinten, ein paar hundert Meter weiter, schon zwei Wattangler gesehen, die mit Watthosen im Wasser stehen, auf Meerforellen angeln. Da braucht man auch vernünftige Brandungsrouten. Sowas habe ich alles ja nicht bei, weil ich wollte ja auch eigentlich nur ein bisschen im Hafen ein paar kleine Fische ärgern. Also packen wir jetzt hier ziemlich gleich ein. Es ist super schön hier, aber wir haben weder was zu essen noch zu trinken bei. Wir machen jetzt, dass wir nach Hause kommen, also zum Auto, gehen wir essen, dann gehen wir einkaufen für morgen, ohne dass irgendwas, dass wir uns hier warm machen können, und dann machen wir morgen den ganzen Tag hier auf dieser Insel oder Halbinsel oder was auch immer. Weil meine Frau sagt, sie hat gelesen, dass es vom Parkplatz bis rauf auf die Insel über den Damm schon 7 Kilometer sind, die haben wir jetzt hier gemacht, aber 7 zurück nochmal, sind 14, und die Insel da, ich zeige dir gleich, ist auch nicht so klein, also wird schon ein kompletter Tagesausflug. Also brechen wir jetzt hier erstmal ab.